Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Eine Tanne wirft auf einer um 10 Grad geneigter Böschung einen Schatten von 4,20 Meter. Die Sonnenstrahlen treffen auf der horizontalen in einem Winkel von 35 Grad. Frage: Wie hoch ist diese Tanne? Wir werden in diesem Dreieck ABC arbeiten, indem wir die eine Seite H suchen und die andere Seite L kennen. Die dritte Seite kennen wir nicht und suchen wir auch nicht. Dies ist ein beliebiges Dreieck, es ist kein rechtwinkliges Dreieck, also dürfen wir hier nur die Regeln zu einem beliebigen Dreieck anwenden. Zuerst werden wir versuchen, die drei Winkel Alpha, Beta und Gamma zu bestimmen. Und hinterher können wir dann mit der Sinusregel arbeiten, um die Höhe der Tanne zu bestimmen. Legen wir los zuerst für diesen Winkel Alpha. Von diesem Punkt A aus ziehen wir eine horizontale und dieser Magenta-Winkel hat genau dieselbe Öffnung wie diese 10 Grad. Warum? Weil es innere Wechselwinkel sind. Also misst dieser Winkel 10 Grad. 10 Grad plus diese 90 Grad, das macht 100 Grad und somit misst der Winkel Alpha also 100 Grad. Jetzt Beta. Um Beta zu bestimmen, zeichnen wir vom Punkt B aus eine Horizontale und dieser blaue Winkel, den man so erhält, der hat genau dieselbe Öffnung wie diese 10 Grad, denn das sind zwei Stufenwinkel. Also dieser blaue Winkel misst 10 Grad. Dieser Winkel hier, der misst 35 Grad. Diese angegebene 35 Grad, weil dieser Winkel und dieser Winkel, das sind zwei Stufenwinkel. Also misst dieser Winkel Beta diese 35 Grad minus diese 10 Grad. So erhalten wir die Öffnung von Beta. 35 Grad minus 10 Grad macht 25 Grad. Jetzt noch den dritten Winkel Gamma. Das ist einfacher. Denn die drei Innenwinkel eines Dreiecks haben als Summe immer 180 Grad. Daraus können wir dann schließen, dass dieser Winkel Gamma dasselbe sein muss wie 180 Grad minus Alpha minus Beta. Also ist Gamma 180 Grad minus diesen Wert für Alpha minus diesen Wert für Beta. Gamma misst also 55 Grad. Wir kennen jetzt in diesem Dreieck ABC die drei Winkel Alpha, Beta und Gamma und suchen diese Seite H, wohlwissend, dass diese Seite 4,20 Meter misst. Also eignet sich hier die Sinusregel. Diese Seite H geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels Beta ist genau dasselbe wie diese Seite L geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels Gamma. Also ist H auf Sin Beta dasselbe wie L auf Sin Gamma. Daraus erhalten wir, dass H gleich sein muss zu L, also 4,20 Meter, mal Sinus von Beta, also Sinus von 25 Grad, geteilt durch Sinus von Gamma. Also Sinus von 55 Grad. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung ein. Zuerst achten wir natürlich darauf, dass der Taschenrechner auf Grad eingestellt ist. Ist er. Somit geben wir diesen Bruch ein. Bruch 4,2 mal Sinus von 25 Grad. Jetzt einmal Kursortaste nach unten. Klick. Und da geben wir ein Sinus von 55 Grad. Und die Enter-Taste liefert uns somit diese gesuchte Höhe H. Diese Tanne ist also so hoch, 2,16687
und ein paar gequetschte. Diese Antwort übertragen wir hierhin und vergessen natürlich nicht, sie in der richtigen Einheit auszudrücken. Da hier diese Länge in Meter angegeben ist, ist diese Höhe ebenfalls in Meter ausgedrückt. Diese Tanne misst also 2,16687 Meter.